Moin Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal Green Cuts. Ich bin Paddy und ich werde heute ein kleines Ankündigungsvideo machen. Und zwar geht es um Folgendes. Ich hatte ja schon länger geplant ein etwas größeres Boxbreak oder ein, ja doch, ein größeres Boxbreak. Es hatten mich auch viele darauf angeschrieben und gefragt, wann das jetzt nun stattfinden wird. Ich habe es jetzt mal geschafft, mir so ein bisschen Gedanken darüber zu machen, wann ich das machen werde, wie ich es machen werde. Und zwar wird es folgendermaßen sein, dass es am 3.7., der 3.7. müsste das sein, das ist ein Samstag, das müsste übernächste Woche Samstag sein, wird es auf jeden Fall stattfinden. Alle Randinformationen oder alle Informationen, die ich jetzt hier auf jeden Fall noch erzählen werde, werden alle nochmal unten in der Videobeschreibung stehen, deswegen ihr könnt unten alles nachschauen. Es wird ein Boxbreak aus 4 unterschiedlichen Sets. Unter anderem haben wir Glänzendes Schicksal in der englischen Variante und in der deutschen Variante habe ich besorgt. Da werden jeweils 10 Booster zur Verfügung stehen. Sollte, also ich habe zur Not auch noch ein bisschen Reserve da, sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass mehr als die Anzahl verkauft wird, die ich jetzt hier habe, dann habe ich zur Not halt auch noch was da. Zu Glänzendes Schicksal oder zu Shining Fates. Ich werde so ein bisschen die Chase Cards einblenden, damit ihr so einen groben Überblick bekommt, was es denn für Karten potenziell zu ziehen gibt. Das werde ich bei jedem Set machen, das ich jetzt vorstellen werde. Dann haben wir Jet Black Spirit. Auch hier gibt es sehr schöne Alternativ-Artworks, unter anderem von Zeraora, von Hytera und auch über Koronospa, glaube ich, so heißt er. Ja, sehr schöne Karten habe ich selber noch nicht geöffnet, kam ich bisher noch nicht zu. Aber auch hier werden dann 30 Booster zur Verfügung stehen. Dann ein sehr beliebtes Set, davon habe ich glaube ich 2 Boxen im Petto. Von Verborgenes Schicksal in Deutsch hatte ich jetzt lange rumstehen und die werden dann auch verbreakt. Zu den Preisen komme ich gleich. Hier gibt es natürlich die Evolutions als Chase Cards, unter anderem dann auch das Glurak, was mir immer noch fehlt. Mewtwo, GX, alles natürlich Shiny Karten, die sehr beliebt sind und geile Karten sind zu ziehen. Und als letztes Schaurige Herrschaft. Das kann ich euch bisher noch nicht zeigen, aber da werden auch richtig coole alternative Artworks von den Vögeln sein und auch die alternativen Artworks von Jet Black Spirit natürlich, das Hytera, das Zeraora, soweit ich weiß, sind sehr viele coole Karten dabei. Das soll im Laufe dieser Woche, Anfang nächster Woche bei mir ankommen. Also das wird auf jeden Fall rechtzeitig da sein. Da werde ich erstmal mit 36 Boostern starten. So, ich gehe erstmal davon aus, dass nicht alles verkauft wird. Das ist aber auch nicht schlimm. Ich freue mich generell auf das Event, weil ich es cool finde, sowas zu machen, weil ich mit euch interagieren kann. Das macht mir halt am meisten Spaß. Es wird für alles gesorgt sein. Also es werden Toploader da sein, es werden Precise Fit Hüllen dabei sein und es werden auch Versandtaschen und alles Mögliche wird dabei sein. Mit einem einmaligen Aufpreis von 2 Euro. Also das heißt, wenn ihr euch Booster holt, zahlt ihr einmalig 2 Euro dazu und habt halt alles mit drin. Also die Hüllen, die Toploader, Versand, etc. Und jetzt kommen wir zu den Preisen von den einzelnen Boostern. Ich hatte bei dem englischen Produkt von Glänzendes Schicksal, also bei Shining Fates, ich habe mich so ein bisschen orientiert an einigen anderen YouTubern, bin ein bisschen mit dem Preis runtergegangen. Bei Shining Fates habe ich 6,50 Euro für ein Booster, für ein englisches, für ein deutsches 1 Euro mehr, 7,50 Euro. Dann haben wir für die Jet Black Spirit Dinger, habe ich 4 Euro pro Booster angedacht. Und Verborgenes Schicksal waren 11 Euro pro Booster, weil die sind wirklich sehr teuer, die sind nicht so einfach zu kriegen. Und was hatte ich noch? Genau, Schaurige Herrschaft war bei 5 Euro, das Booster. So, das Ganze wird wahrscheinlich um 18 Uhr stattfinden und ja, dann geht es dann los. Also ich weiß nicht genau, wie lange das dann dauern wird. Ich hoffe natürlich, das geht ein bisschen länger, damit wir so ein bisschen auch schnacken können und ja, einfach eine coole Zeit haben. Was wollte ich noch sagen? Ach genau, wie ihr die besorgen könnt. Also es wird so sein, ich werde meine E-Mail-Adresse für diesen Kanal unten verlinken. Dort müsst ihr mir einmal schreiben, welche Booster ihr wann haben wollt. Quatsch, welche Booster ihr wann haben. Dort müsst ihr mir einmal schreiben, wie viele Booster ihr von welchem Set haben wollt. Und ich werde euch dann den Kauf mehr oder weniger als E-Mail bestätigen. Also einfach als Schriftform, wie viele Booster ihr bekommt, welche Nummer ihr seid
und ja, einfach den Kauf bestätigen. So. Und dann werden wir alles weitere klären. Ich werde dann eure Kontaktdaten abfragen, damit ich weiß, wo ich die Sachen hinschicken muss und so weiter. Des Weiteren hatte ich noch eine Sache. Genau, das habe ich fast vergessen. Und zwar wird ja auf meinem Kanal Green Cards bei Twitch, dort wird das Ganze stattfinden, auch Link unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hatte mir so eine kleine Box von verschiedenen Karten angelegt. Das hatte ich schon mal erwähnt. Ich weiß nicht, der eine oder andere wird es vielleicht kennen. Hier sind einige Hits drin. Hier sind zum Beispiel Shinies drin, alles Mögliche. Ich werde es so machen, dass pro Bestellwert von 15 Euro werde ich einmal jeweils drei Karten aus diesem Kartenpool ziehen. Das heißt, ihr bekommt dann drei Karten kostenlos dazu. Und ja, das geht dann natürlich hoch. Also solltet ihr mehr bestellen, jetzt, keine Ahnung, 30 Euro, kriegt ihr sechs Karten und so weiter. Und die Karten werde ich dann ziehen. Und ich fand das eine ganz coole Idee. Die bekommt ihr dann, wie gesagt, dazu. Und die Chance ist ungefähr so 1 zu 5, dass ihr da irgendwie einen Hit drin habt. Irgendwie eine V-Karte, was weiß ich. Letztes Mal Redox, einer meiner Zuschauer, der hatte direkt im ersten, also der hat das erste Mal eingelöst und hatte direkt eine Amazing Rare und eine Full Art Shiny. Also, ja. Es kann auch so gehen. Wie gesagt, das ist eine coole Idee, fand ich ganz nice. Und ja, das waren, glaube ich, alle Informationen. Sollte ich irgendwas vergessen haben, werde ich das unten in die Videobeschreibung schreiben. Ich freue mich natürlich auf jeden, der dabei ist. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Boxbreak spätestens. Und ach ja, genau, fast vergessen. Es läuft noch das Gewinnspiel. Das werde ich dann wahrscheinlich hier oben in der Infobox irgendwie einblenden. Da könnt ihr gerne auch vorbeischauen, solltet ihr es noch nicht getan haben. Ihr könnt diese Box hier gewinnen. Schaut einfach bei meinem letzten Video vorbei und dann seht ihr, was ihr dafür tun müsst. Ist relativ einfach. Ja, das war's eigentlich schon. So, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dann. Macht's gut.